So sieht man aus, wenn man sich einbildet, beim heißesten Tag der Woche, glaube ich, wenn nicht sogar des Jahres, spazieren gehen zu müssen. Ich hatte ja bis um 3 im Keller dahin vegetiert mit meinen Hunden. Es ist so unendlich heiß. Da kommt mein Mann und sagt doch glatt zu mir, er geht jetzt eine Stunde Fahrrad fahren. Oh, Gottes Willen. Thank you. Thank you. Er geht jetzt eine Stunde Fahrrad fahren. Allen Ernstes, dieser Wahnsinnige, mein Ehrgeiz war gepackt. Habe ich meine Hunde eingepackt. Die sind auch völlig fertig. Die sitzen hinter mir. Und musste plötzlich alles ganz schnell gehen. Ich, mein Kleidchen hier angehabt. Ja, Baumwolle, Gott sei Dank. Nichts zu trinken, gar nichts. Bin ich ins Auto gesprungen. Jetzt bin ich eine Stunde durch die Botanik gekrochen. Und was soll ich euch sagen? Also ich meine, ich bin ja nicht so dünn. Ne? Also und jetzt, das werden jetzt ganz, ganz viele Frauen, die mir so körperlich ähneln, zustimmen. Es gibt gewisse Stellen an meinem Körper, die sind an einer Reibung ausgesetzt. Sprich die Oberschenkel. Ich habe jetzt Verbrennungen zweiten Grades. Nie wieder gehe ich mit dem Kleidchen bewaffnet in den Wald oder zum Spazieren gehen. Never ever, nicht bei der Hitze. Also habe ich mir, es hat so weh getan. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mensch, weißt du was, jetzt bastelst du, ist ja eh kein Mensch unterwegs, außer ich irre. Jetzt bastelst du dir aus deinem Kleidchen so eine Art Hose. Kommt ja eh keiner. Eine Wandergruppe von 4 jungen Menschen kam mir entgegen. Also ich hatte mir einen gewissen Gehstil angewöhnt. Also John Wayne vom Pferd gestiegen ist ein Scheißdreck gegen mich. Die hatten irgendwie wahnsinniges Mitleid mit mir. Es war so peinlich. Und haben mir, hört ihr das? Ich denke, das ganze Auto wippt, weil die Hunde so hecheln. Haben mir dann so eine Ultraschutz-Sonnencreme dick und fett in die Hände gemacht. Die Gleitung wurde dadurch etwas besser. Ich habe nur gedacht, dass ich jetzt gleich zu quietschen anfange. Ich habe mir nur gedacht, mein Gott, aufgrund dieser Reibung kann ich froh sein, dass ich den ganzen Wald nicht abgefackelt habe. Wahnsinn. Jetzt kommt das nächste Problem. Wie erkläre ich das deinem Mann? Meinem Mann, nicht deinem, meinem Mann. Und vor allem, jetzt stimmt zum ersten Mal der Ausspruch. Die Alte hat Feuer zwischen den Beinen. Oh Gott, es tut so weh. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Oh, geh, Babys. Ich brauche eine Dusche, eiskalt und ganz viel zu trinken. Denkt immer dran. Immer was zu trinken mitnehmen. Oh Gott. Tschüss.